Rotenturm fand neben dem Spiel der Kampfmannschaft auch der berühmte Sportlochheurige statt. Der zwei Tage dauernde Sportlochheurige war für uns auch der Grund, dass wir über das Spiel der 29. Runde der 2. Liga Süd in Rotenturm berichten. Mehr über den Sportlochheurigen sehen Sie in der Halbzeitpause. Aber jetzt zurück zum Spiel. Der askekorkische Rotenturm traf diesmal auf den SV Oldendorf. Gleich am Anfang müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir nicht wie üblich berichten können. Der Grund dafür sind die Nummern der Trikots, die wir von unseren Kamerapositionen nicht richtig sehen konnten. Zu diesem Spiel kamen mehr als 200 Fans, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Durason Tosun und seinem Assistenten Imre Jäger geleitet. Die erste Chance nutzen die Rotendommer, um in Führung zu gehen. Dolleschall erobert den Ball, kämpft sich durch, gibt weiter an Gröller, der zögert nicht lange und schießt. Und Tor! Rotenturm führt 1:0 in der 17. Spielminute. Torschütze Stevie Gröller. In der 18. Spielminute das 1:0 für den askalkorkisch Rotenturm. Torschütze, unsere Nummer 14, Stevie Gröller. Hanna Stefan, Rotenturm hat heute. Dieses Mal hat der Tormann den Ball. Auch Brindingers Schuss war kein Problem für den Oldendorfer Tormann Halilovic. Balog ist aber schnell. Schuss zu Burai. Nur der Tormann war schneller. Angriff der Oldendorfer. Aber der aufmerksame Tormann wehrt ab. Eckball. Ein Spieler versucht es mit einem Kopfball, aber Hettlinger verhindert mit einem gewaltigen Sprung den Ausgleich durch die Gäste. Es spielt sich viel ab von dem Rotenturmer Tor, aber der Spieler schoss weit über das Tor. Einwurf, Dolleschall, Burai, Horvat, und dann geht der Ball über das Tor. Die erste Halbzeit endet mit 1:0. Und wir sehen uns gleich wieder in der zweiten Halbzeit mit noch mehr Toren. Genießen Sie zuerst, wie versprochen, einige Ausschnitte über den Sportlochheurigen. Am 2. und 3. Juni 2023 fand der traditionelle Sportlochheurige am Sportplatz in Rotenturm statt. Der Besucherandrang war riesig. Für die Kleinsten wurde ein Hüpfburg aufgestellt. Für die Erwachsene gab es riesige Brote und andere Spezialitäten, die in der provisorischen Küche von den Mitgliedern vorbereitet wurden. Mit der Unterhaltungsmusik von Sebastian und gutem Essen konnte man bis tief in die Nacht hinein feiern. Aber wo? Der Rennerlös wird für die Sportanlage verwendet. Wir begrüßen Sie zur zweiten Halbzeit des Spiels der 2. Liga Süd zwischen dem askalkorkisch Rotenturm gegen den SV Oldendorf. Die erste Halbzeit endet mit 1:0 und wir brauchen nicht lange zu warten. Fehlpass des Oldendorfer Spielers, Brindlinger, Dolleschall. Balog, Burai und Hoa. Ein gutes Zusammenspiel brachte seine Früchte. Rotenturm erhöht seinen Vorsprung auf 2:0 in der 47. Spielminute. Torschütze Erik Jabba Burai.
In der 47. Spielminute das 2:0 für den SK Korkisch Rotenturm. Torschütze, unsere Nummer 9, Erik Buray. In den nächsten 20 Minuten gab es nichts Besonderes. Nur viele Wechseln, ein paar Abseits und Fouls. Eckball von Horvath durchgeführt. Guter Schuss und Tor. Ein guter Eckball von Horvath und Buray springt am höchsten und lenkt den Ball direkt ins Tor. Keine Chance für den Oldendorfer Tormann. 3:0 in der 68. Spielminute. Torschütze Erik Chava Buray. Spielminute, das 3:0 für den SK Korkisch Rotenteuer. Torschütze abermals, unsere Nummer 9, Erik Buray. Was die Rotendurmer können, können die Oldendorfer auch. Eckball, Nebel und Tor. Oldendorf verringert den Rotendurmer Vorsprung auf 3:1 in der 77. Spielminute. Torschütze Thomas Nebel. Wieder ein Eckball für die Gäste. Trenker und Tor. Wieder nach einem gut geschossenen Eckball schoss Jürgen Trenker per Kopfball das zweite Tor für Oldendorf zum 3:2 in der 89. Spielminute. Schaffen die Oldendorfer noch den Ausgleich? Oder werden die Rotendurmer weitere Tore schießen? Auf jeden Fall. Diesmal ging der Ball knapp am Tor vorbei. Der Schiedsrichter lässt gute 7 Minuten nachspielen. Er erobert den Ball, gibt weiter an Kessek und Tor! Ein gutes Zusammenspiel von Buray zu Kessek, der den Ball dann ins Tor legen kann. 4:2 in der 97. Spielminute. Torschütze Loran Benjamin Kessek. Das 4:2 für den SK Korkisch Rotenturm. Torschütze, unsere Nummer 16, Loran Kessek. Nach 8 Minuten Nachspielzeit beendet der Schiedsrichter das Spiel zwischen dem SK Korkisch Rotenturm gegen den SV Oldendorf mit einem Endresultat von 4:2. Ich bin morgen, richtig morgen, Mensa.